In flagrante verwischt. Dank einem aufmerksamen Mitarbeiter hat die Polizei gestern zwei mutmaßliche Einbrecher festnehmen, noch bevor sie in Top CC zu Hendschiken eingebrochen sind. Wie die beiden der Polizei in die Gefängnisse gegangen, weiss unsere Reporterin Michelle Huwiler. Da sind die zwei Einbrecher mit einer Leiter aufs Vordach vom Top CC geklettert. Mit einer Blechschere haben sie das Wellblechdach aufschneiden und den Engrosmarkt ausräumen. Ihr Plan ist aber nicht aufgegangen. Unter dem Wellblech ist eine Betonwand vorgekommen. Laut dem Hausabwart haben sie die beiden Gauner dann halt ein bisschen weiter oben noch mal versucht. Hier haben sie aufgeschnitten. Auch wiederum mit der Blechschere. Man sieht, dass also recht mühsam war um die Runde genommen. Sie haben diverse Schrauben gelöst und haben die Tafel aufgetan und haben festgestellt, dass darunter ein weißes Dach ist. Doppeltes Pech für die zwei Einbrecher. Währenddessen hat ein aufmerksamer Mitarbeiter sie beobachtet und am Hauswart Bescheid gegeben. Der hat sofort die Polizei alarmiert. Die Polizei hat das Gebäude umstellt und ist nachher mit dem Hund von innen her aus dem Vordach raus und hat die schlussendlich im Bürodach auf der anderen Seite des Gebäudes haben sie zwei verwischt. Der kleine Sachschaden, den die beiden Mazedonier im Alter von 28 und 37 Jahren angerichtet haben, ist mittlerweile wieder gepflegt. Die beiden sind momentan noch inhaftiert. Der Fahrer der Einbrecher ist noch nicht geschnappt worden.